Kopflose. Bisschen lecky. Danke. Slash day. So. Also hier ist die. Haben wir Gravel. Müssen wir das markieren. Dann machen wir es hier. Die anderen bauen alles im Survival Kreativ-Mode und ich möchte gerne mit euch im Ding-Mode machen. Oh, das ist der Holz-Ding. Ich möchte gerne alles im Survival-Mode mit euch machen. Ist viel spannender. So. Müssen eins nach vorne. Oder? Wir machen das hier. So, dann machen wir hier 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, okay, machen wir das hier. Ist es so. Machen wir das am besten. Dann ist es doch falsch. Ja, ein bisschen parallel bauen ist ein bisschen Schwäche von mir am Anfang. Ich das Haus noch nicht in richtigen Erinnerung habe. So. Dann machen wir hier links oder rechts? Ich will rechts. Machen wir rechts die. Wieso ist es immer Graben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Straße bei mir im Weg. Die müssen weg. Das ist der Vorplan, bin ich nicht so gut. Ich ende das alles meistens ein paar Mal dann nochmals. Bis es richtig gut aussieht. Irgendwie habe ich keinen Bock, das immer vorzuplanen. Das ist eine Schwäche von mir, aber tja, dabei. Dafür genieße ich das Bauen so richtig. Und kann dann auch super schön bauen am Schluss. Wenn es dann fertig wird. Zu nah, diese Bäume. Die müssen weg. So. So, schön. Haben wir mal den Rohbau geschafft. So. Also, wir haben hier das Holzfällerhütchen ein bisschen weiter gemacht. Ist noch nicht fertig. Das Dach fehlt natürlich noch. Aber das machen wir dann noch. Und haben mal die Schmiede, das Hägewerk, der Schreiner, ja, gemacht. Und seid gespannt, was noch kommt in diesem Dorf. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ja, das ist ein bisschen ein blöder Satz. Und ja, seid gespannt, was ich noch zu bauen habe. Ich danke euch und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Dann ist es aber falsch. Hier. Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das gleich wie hier, oder? Ja. Einfach mit Fenster. Oh nein, wir machen das Hintereingang. Das ist auch sehr wichtig.
dazu. Das ist dann einfach zu sehen von außen. Es sind ja nicht immer alle. Gebäude eben ebenerdig. So. Für den Boden. Ich habe ja Bock, irgendwie den hellen Boden zu nehmen für die Schreinerei. Das wird ein Dorf, das hauptsächlich aus Holz besteht, darum hat es auch keine Stein. Es ist kein Steinbruch. Und dann die späteren Dörfer, die ich baue, für die Helvetia am besten. Ich habe irgendwie Bock, die Helvetia zu bauen, weil ich ja Schweizer bin. Das Spawn denkt, die sind neutral. Die werden keinen Krieg führen. Kennen halt die Helvetia nicht, aber es ist der alte Name von der Schweiz. Helvetische Barbaren waren sie damals noch, aber sie waren dann dazu auch schon neutral und haben nie Krieg geführt. Nie. Sie haben das Reich eben noch gehalten, sonst wäre die Schweiz ja gigantisch groß, größer als Deutschland. Aber nein, sie waren immer in einem kleinen Schweiz drinnen und haben sich eigentlich nur ausgebreitet, wo noch nicht gebaut wurde und so. Also sie haben nichts erobert. Sie haben wahrscheinlich geschenkt bekommen, ja, Städte und so. Aber sonst. Eins, zwei, drei, vier. Ja, stimmt. So.